Da wir uns ja gestern hier so krasses Schnorchelzeug gekauft haben, wollen wir das heute nochmal nutzen. Zwar gab es ja in der Zenote gestern schon Schildkröten zu sehen, aber man durfte nicht mit denen schwimmen. Hier ist aber auch so ein cooler Strand in der Nähe. Wie heißt der? Akumal. In Akumal sollen so richtig große Schildkröten sein, mit denen man da schnorcheln kann. Die gestern waren eher so kleine, süße Schildkröten. Und da fahren wir jetzt hin. Das kann man ganz einfach erreichen. Wir sind jetzt von Tulum mit so einem Auto gefahren, so einem kleinen Mini-Dingsbums. Ein kleiner Minivan, Kollektivo. Das ist so ein Minibus, der einfach anhält und Leute mitnimmt und rausschmeißt oder so. Wir wissen nicht genau, wie es geht, aber ich glaube, man hält ihn einfach an der Straße an. Probieren wir mal aus. Das war ja easy. Das war easy. Das hat aber mehr gekostet als gedacht. Nämlich? 40 pro Person. Ja, vielleicht müssen wir auf dem Rückweg vorher den Preis verhandeln. Jetzt sind wir erstmal an der Autobahn. Wie müssen wir den Strand noch finden? Hier runterlaufen, dann sind wir in der Bucht. Okay. Da wollen wir hin. Also runter. Also runter. Und hier an diesem Strand kann man mit Turtles schnorcheln. Also Schildkröten. Warum das für Franzi auch besonders wichtig ist, hier mal die großen Schildkröten zu sehen unter Wasser. Weil als wir in Australien waren, am Whitehaven Beach, da haben sie es verpasst, ne? Hola. Ich hatte da eine gesehen, fand sie nicht. Also Zeit. Wünscht ihr Glück. Cocktails dabei. Der Cocktail eines Budgetreisenden. Sieht alles schon wieder ganz nice aus. Kokosnuss. Seit neuestem wollen die einen total übers Rohr hauen, also die Pesos aus der Tasche ziehen. Hier ist jetzt so eine eingerahmte Zone. Wir machen eine Skizze. Das hier ist die Bucht von Akumal. Also hier ist diese Zone. Da sind Bojen, in der kann man kostenlos schwimmen. Alles darüber hinaus muss man $25 zahlen. Genau, da ist das Korallenriff, allerdings sind das tote Korallen. Die Turtles, die wollen nämlich Gras futtern, die wollen keine toten Korallen fressen. Das lohnt sich also eigentlich nicht. Braucht man einen Guide und Schwimmwesten und muss zahlen. Das geht aber auch ohne. Man kommt von der Hauptstraße. Wie kommt an diesen Hauptstrand? Am Strand einfach ein Stück nach rechts. Ja. Einfach ins Wasser gehen mit seinem Schnorchel. Also einfach immer schön bei dem grünen Gras sein. Und findet da die Turtles. Mit Armen und Beinen und Kopf. Genau, da ist der Turtle. Was wichtig ist, dass man darauf achtet, dass man keine Sonnenmilch nimmt, weil man sonst den Lebensraum der Turtles zerstören würde. Das, was Franzi meinte, nur Bio-Sonnencreme oder eben gar keine? T-Shirt, Tauchshirt,
Bei uns war es jetzt bewölkt, das heißt, wir haben es einfach ohne Sonnenschutz gemacht. Nicht anfassen natürlich, ist auch klar. Man sollte nicht zu nah ran an die Turtles schwimmen. Wir haben echt viele gesehen, die mit der GoPro auf die Turtles zu schwimmen. Bitte nicht machen, die brauchen ihren Raum. Das finden wir auch sehr sinnvoll. Man soll sich ja nicht bedrängt fühlen, man soll ungefähr 3 Meter Abstand halten. Das halte ich für Quatsch. Man kann fast überall stehen. Und einen Guide halte ich für Abzocke. Nur meine Meinung. Aber insgesamt müssen wir sagen, fanden wir es richtig cool. Mega Achtung. Cool. Wir haben mega ganz geil. Viele Turtles gesehen. Matthias hat sogar noch einen Manta-Rochen gesehen. Ich habe noch einen Manta-Rochen. Heißen die Manta? Manta-Rays auf Englisch. Ich habe noch so einen Stachelrochen gesehen. Habe ich richtig Schiss gekriegt. Ich hätte auf den drauf treten können. In dem flachen Wasser war der. Also da müsst ihr auch aufpassen. Das ist so ein Geheimtipp von uns. Insider. Nicht auf einen Manta-Rochen. Stachel. Nicht auf einen Stachelrochen treten. Und ein sehr, sehr schöner Strand. Also man kann hier auch gut noch 1-2 Stunden in der Sonne chillen. Auf jeden Fall. Nur wir haben ja das schlechte Wetter gerade. Es sind 25 Grad. Aber Nieselregen. Ja, das war's aus Akkumal und damit auf zu neuen Abenteuern.